Morgen, ganz kurzes Video. Ich habe neulich aus dem Rückgabebehälter von den Altbatterien so ein komplettes Teil rausgezogen. Da waren 5 Stück drin, nee, 6 Stück, war noch original verpackt. Und als wir sie aufgemacht haben und Kurzschlusstest gemessen haben, um die 1,6 Amperestunden, ne? Nee, Quatsch, 1,6 Ampere. Ampere, genau. Dann haben wir die so in Reihe an den REMF-Charger hier rangehangen. 200 Milliampere und da habe ich es zugeklebt. 4,5 Volt bringt er. Und das waren 3-4 Stunden. Länger war es gar nicht gewesen. Dann vor einer halben Stunde sowas haben wir abgeklemmt, ne? Vor einer halben Stunde haben wir abgeklemmt und wollten nur mal aus Juxendalerei gucken, ne? Ja, was hier so für Spannungen sind. Also Alkalibatterie, wenn man sie auspackt oder auch mit Gleichspannung lädt, hat man immer 1,63 Volt, ne? So. Wenn wir jetzt allerdings diese hier mal messen, die REMF geladenen. Moment, wir können ja erstmal hier, das ist noch eine, die wir, wo wir noch gar nichts damit gemacht haben. Ja, ne? Genau. Gucken wir erstmal die. Das haben wir ja selber noch nicht gemessen, wie viel die eigentlich hat. Ja. Okay, 1,57 Volt. Mhm. Mhm. Okay. So, und die beiden hier haben wir jetzt auch schon Kurzschluss getestet und die liegen schon eine halbe Stunde, ne? Also das ist jetzt nicht noch irgendwie Kondensatoreffekt oder direkt nach dem Abstecken oder sonst was. Nach dem Kurzschluss und eine halbe Stunde, nachdem es vom REMF-Charger abgeklemmt wurde. Wir können es dann nochmal genauer messen mit den anderen. Ja. Genau. 1,995. So, jetzt sage ich, die ist da hoch um. Ich mache nochmal einen Kurzschlusstest jetzt, okay, hier live. Jetzt machen, warte mal, ich das war's, wir nehmen mal die Magneten. Und dann kann ich das nämlich, oder? Sind die Messspitzen magnetisch? Nee, leider nicht, glaube ich. Okay, nicht. Na gut. Also machen wir nochmal einen Kurzschlusstest. So. Hier. Ja. Messkabel mal aus. Okay. Also immerhin 3 Ampere, ne? Mhm. So, jetzt gucken wir mal, was die Spannung jetzt danach sagt. Mit dem genaueren Messgerät. Nach dem Kurzschlusstest 1,9. Ups, ja. 1,9. Und steigt sogar noch 6, 3, 6, 4. Ja, das steigt jetzt wieder hoch. Das steigt jetzt wieder auf 1,99 Volt hoch. Das also, ist cool. Der REMF-Charger nach wie vor. Mal gucken, wann das nächste coole Video drüber kommt.